So, wir sind heute mal wieder ein bisschen klüger geworden, weil uns jemand ein Gedicht geschickt hat, das wir in der Weise noch nicht gesehen hatten. Denn normalerweise glauben wir ja immer, dass literarische Texte, wie ein Gedicht, in diesem Fall von Thomas Brasch, Lied, aus sich heraus verständlich sein müssen. Und diesmal haben wir festgestellt, dass dieses Gedicht ohne Kontext scheinbar sinnlos ist. Wenn man den biografischen oder historischen Kontext aber einbezieht, dann entdeckt man, das ist hohe Kunst. Und für uns ist die Frage, was ist denn dann noch der Unterschied zu einem Sachtext? Schauen wir uns das mal genauer an. Also hier die normale Situation, von der wir immer ausgehen, da ist ein Dichter, der hat ein spezielles Umfeld. Und daraus entsteht dann Literatur und er hat den Anspruch auch, das ist eine spielerische Überschreitung der Grenzen der Normalität. Daraus entsteht etwas ganz Neues. Und dann gibt es da auf der anderen Seite den Leser, der sich in einem eigenen Umfeld bewegt. Das kann teilweise identisch sein mit dem des Autors. Und daraus entsteht eine Interpretation und das ist eine Anwendung dieses Textes auf eigene Vorstellungen. Das ist der Normalfall, man könnte sagen, ein autonomes Gedicht. Das heißt also, dieses Gedicht wird verständlich einfach aus sich selbst heraus. Und heute haben wir dann die Erfahrung machen müssen, dass es da auch Dichter gibt, die so sehr von ihrem Umfeld geprägt sind, dass das gewissermaßen danach schreit, auch in die Literatur sehr stark einbezogen zu werden. Es entsteht auch Literatur dabei, aber diese Literatur selbst, das Gedicht, ermöglicht dem Leser nur eine Teilinterpretation. Er versteht das ganze Gedicht überhaupt nicht, wenn er den biografischen und historischen Kontext nicht kennt. Und wir wollen deshalb mal neben dem autonomen Gedicht, das aus sich selbst heraus verständlich ist, mal einfach einführen den Begriff des Kontextgedichtes und werden das dann gleich noch genauer zeigen. So, wir kommen zu unserer ersten Interpretationsvariante, ne, als wir das mit dem Kontextgedicht noch nicht so drauf hatten. Wir können das Gedicht nicht abdrucken hier, denn es ist natürlich urheberrechtlich geschützt. Man kann es hier auf dieser Seite aber sehr gut finden. Das verlinken wir natürlich dann am Ende in den Infos. Das läuft im Wesentlichen darauf hinaus, was ich habe, will ich nicht verlieren. Aha, denken wir, Verlustangst. Hängt am Besitz. Ein ganz normales Dilemma, was jeder Mensch kennt. Wo ich bin, will ich nicht bleiben. Ne? Das ist genau dieses Dilemma. Ich will da aber irgendwie nicht bleiben. Das passt durchaus dazu. Daraus entsteht eben dieses Dilemma, dieser Zwiespalt. Dann wird es schwierig. Die ich liebe, will ich nicht verlassen. Aha, einverstanden. Die ich kenne, will ich nicht mehr sehen. Was ist das denn? Kennt er die Leute nicht, die er liebt? Da tauchen also Widersprüche auf. Wo ich lebe, will ich nicht sterben. Wo ich sterbe, will ich nicht hin. Also alles ganz, ganz seltsame Dinge. Und am Ende dann der stärkste Widerspruch. Er will bleiben, das lyrische Ich will bleiben, wo ich nie gewesen bin. Das ist natürlich völlig unsinnig, widerspricht sich. Und darum haben wir als Fazit für uns erstmal festgestellt, das Gedicht wirkt in sich widersprüchlich. Fast wie eine Provokation gegenüber dem Leser. Wir wurden schon ein bisschen sauer und dachten, was will der uns da eigentlich erzählen? Erinnert so an Gespräche, ne, wo man versucht, einen anderen zu verstehen, aber der erzählt da einfach so Geschichten, die nicht zusammenpassen und so weiter. Und irgendwann wendet er sich einem zu und sagt, ach komm, vergiss es. Und dann bleibt so ein negatives Gefühl beim Leser. Warum habe ich mich überhaupt damit beschäftigt, wenn das für mich keinen Sinn ergibt? Ja. Dann sind wir aber nochmal auf diese Seite des Deutschlandfunks gegangen und haben dann einiges festgestellt über diesen Dichter. Der lebte in der DDR, glaubte auch durchaus an ihre Ideale. Er war aber gleichzeitig rebellisch. Das führte zu Konflikten bis hin zu Haft. Und schließlich musste und konnte er auch das Land verlassen, denn die DDR hat ja dann durchaus auch unliebsame Leute dann gehen lassen, damit die nicht noch mehr Unruhe schaffen. Wichtig ist, er musste nicht nur das Land verlassen, sondern auch die Menschen, wir werden gleich sehen, dass das dann eine Rolle spielt im Gedicht. Er blieb aber seinen Träumen von einer gerechten Gesellschaft treu, hat sich also nicht einfach mit der Bundesrepublik identifiziert, ne? Ein kapitalistisches Land aus seiner Sicht. Das entsprach nicht seinem Ideal.
Wenn man jetzt das Gedicht liest, wird es verständlich. Was ich habe in der DDR, vor allem die Träume, die Vorstellung von einer besseren Gesellschaft, das möchte ich nicht verlieren. Wo ich bin in dieser real existierenden DDR, kann und will ich aber nicht bleiben. Jetzt eine wichtige Unterscheidung, die jetzt verständlich wird. Die ich liebe, er hat ja auch dort liebenswerte Menschen kennengelernt, die ähnliche Gedanken und Ideen hatten wie er selbst, die will ich nicht verlassen, ich muss sie aber jetzt verlassen. Aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen. Und das versteht man am besten so, dass das Menschen sind, die sich sehr stark mit dem System eingelassen haben, die andere kontrolliert haben und so weiter, sehr unangenehme Erfahrungen möglicherweise machen müssen. Man denke an seine Haftsituation. Die will er überhaupt nicht mehr sehen. Da ist er froh, wenn er die hinter sich lässt. Und dann kommen diese Frage, wo ich lebe, möchte ich aber nicht sterben. Ja, wir gehen mal davon aus, er lebt jetzt in der Bundesrepublik. Vorher, ne, auch in dieser DDR, will er nicht sterben. Wo ich sterbe, dort will ich nicht hin. Das ist die schwierigste Stelle eigentlich überhaupt und wir verstehen sie so, dass er sagt, in der jetzigen Situation kann ich eigentlich nirgendwo glücklich sterben, denn meine Ideale sind noch nicht erreicht. Sehr schön dann der letzte Satz, er will bleiben, das lyrische Ich will bleiben, wo ich nie gewesen bin. Das hat diesen Zustand noch nicht erreicht, aber glaubt immer noch daran, träumt davon und will dann dort auch bleiben. Also eine innere Heimat, in der man real noch nicht gewesen ist, aber die man im Kopf eigentlich immer schon hatte. Und unser Fazit ist eben jetzt, Interpretationsvariante 2, wenn man den Kontext einbezieht, ist das ein Gedicht, das auf sehr konzentrierte Art und Weise, wenn man sich das im Original anguckt, stellt man fest, ne, wie wunderbar konzentriert das ist. Es macht deutlich, was hier eine Situation zwischen den politischen Welten ist, zwischen der DDR, ne, die gut sein könnte aus seiner Sicht, aber es noch nicht ist, und die Bundesrepublik, ne, die mehr Freiheit durchaus gewährt, aber nicht seinen Idealen entspricht. Und so liegt hier eine Art, besondere Art von Migrationserfahrung vor, aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Da ging es nicht darum, dass man als Flüchtling irgendwo aus einer anderen Weltgegend kam, sondern da ging es darum, dass man ein Land auch verlassen musste, weil man dort unterdrückt wurde, aber eben auf eine besondere Art und Weise ganz viel dort mitnahm. Die Menschen, natürlich auch die Kultur und die Sprache, das sind Dinge natürlich, die von heutigen Migrationserfahrungen da unterschiedlich sind. Halten wir fest. Die Grundregel bleibt, literarische Texte schaffen eine ganz eigene Welt und sind nicht unbedingt an einen besonderen Kontext gebunden, wie das bei Sachtexten der Fall ist. Aber wir mussten eben feststellen, und hier in besonderer Weise, literarische Texte haben immer auch etwas mit der Biografie des Autors zu tun. Es gibt spezielle Gedichte, die so stark vom Kontext geprägt sind, dass man die gar nicht oder zumindest besser versteht, wenn man den Kontext kennt. Das Besondere ist aber, diese Gedichte behalten ihren literarischen Anspruch, den man sich vor allen Dingen mal anschauen sollte, wenn man das Gedicht im Original sich ansieht, dann merkt man das, lassen sich also auf andere Situationen übertragen, anders eben als Geburtstags- oder Hochzeitsgedichte. Ne? Das sind schön formulierte Sachtexte, die sich eben auf einen Sachkontext beziehen, einen Sachverhalt, Geburtstag oder Hochzeit. Man könnte auch genauso gut so ein Hochzeitsgedicht oder ein Geburtstagsgedicht als Rede präsentieren, ohne Reim und Rhythmus und so weiter. Nur so klingt es eben ein bisschen schöner wegen der besonderen Form. Das sind Gelegenheitsgedichte, wie wir so etwas heute nennen. Ganz am Ende vielleicht noch ganz kurz, Goethe sprach auch von Gelegenheitsgedichten, aber das waren in sich verständliche, ganz normale Gedichte, die aber bei einer besonderen Gelegenheit entstanden. Zum Beispiel seine Liebessituation, Sesenheim in seiner Jugend. Da gibt es das Gedicht Willkommen und Abschied. Ne? Da merkt man, das Gedicht ist in sich völlig verständlich, aber es bezieht sich auf eine ganz besondere Situation.
Wie immer legen wir dann die Dokumentation hierzu, da kann man auch einiges genauer nachlesen, hier ab. Ne? Bringen den Link hier unter bei den Informationen zum Video. Dort eventuell noch Erweiterungen, Aktualisierungen, aber auch Korrektur von Fehlern, wenn wir nachher noch feststellen, dass wir einen Fehler gemacht haben. Ne? Wir wollen das mal im Nachhinein nicht unbedingt hier jetzt korrigieren, sondern schreiben das dann da rein. Wir sind vor allen Dingen auch interessiert an Fragen und Anregungen, die ihr gut in die Kommentare schreiben könnt. Denn auch dieses Video ist wieder entstanden, weil jemand hier dieses Gedicht an uns herangetragen hat. Und dann haben wir festgestellt, dass da viel mehr drin steckte, als wir gedacht haben. Ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal schnell durchblicken abonniert und vielleicht auch den Daumen hoch da als Zeichen, dass ihr zufrieden wart, gebt. Und wenn ihr eben das abonniert, dann werdet ihr entsprechend auch hier beim nächsten Video wieder informiert. Und wir haben noch einiges vor. Auf jeden Fall wünschen wir euch schon mal viel Erfolg.